Und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Monaco. What's yours is mine. Nachdem wir in der vorletzten Folge ja schon vom brennenden Boot geflüchtet sind, halten wir uns immer noch beim Krankenhaus auf. Wir müssen jemanden aus der Psychiatrie befreien. Bin ich ja schon gespannt, wer das ist und was wir da machen müssen. Wir sind allerdings noch unten auf der untersten Ebene und ja, haben hier noch viel Spaß mit den Wachen und vor allem die Wachen sind ja eigentlich gar nicht so das Problem. Das Problem sind ja eigentlich eher die Mitarbeiter hier. Mit mir natürlich wieder immer noch dabei ist der Fjall. Hallo Fjall. Hallo, hallo. Du sagst auch, die Wachen sind auch eher hier die. Ja, also es gibt hier anscheinend pro Quadratzentimeter mindestens zwei. Und gut, die Wachen sind nicht schlimmer als in anderen Teilen. Ich habe gerade schon mal bemerkt, diese zivilen Angestellten, die hier gerade ausgeschaltet wurden. Wenigstens die Frau ist so clever und guckt mal nach, wenn sie ein Geräusch hört. Der Kerl hat sich gleich wieder umgedreht. Das Ding führt aus dem gleichen Alarm aus, also ich hau mal eben ab. Ja. Es ist unglaublich. Also egal in welchen Raum man läuft, es ist wenigstens eine Wache da oder wenn Ja. jemand, der einen verpetzt. Aber das Gute ist, die Wachen, die brauchen ja wirklich so ihre Zeit, bis sie einsehen. Also gerade eben war ich ja auch schon wieder Ja und. neben der Wache da. Ach, da oben läuft. Oh. Ja, also es ist hier wirklich spannend. Ich habe bisher auch noch nicht wirklich die Treppe gesehen, wo es nach oben geht. Oh, du bist niedergestreckt worden. Genau. Ich habe gerade die Ah, Wache ich sehe dich. gesetzt, aber dann haben sie sich doch mal abgesprochen, das war zwei Seiten auf einmal gekommen. Ja, also ich glaube, wir müssen noch immer in diesen oberen linken Bereich. Um dahin zu kommen, müssen wir aber, glaube ich, ganz oben rechts rum vorbeigehen. Ich muss nur eben warten, bis die Wachen hier weg sind. Das sieht jetzt eigentlich ganz gut aus. Ja, und diese Handsymbole, bei denen muss man, da darf man wirklich nicht vor. Oh, da kommt die Wache wieder. Ich muss mich eben verstecken, weil noch hat sie mich nicht wirklich entdeckt. Ja. Dadurch muss ich dich zwar gleich wieder komplett neu. Ah, und sie hat mich. Ne, sie ist zwar skeptisch, allerdings. Ach, und da kommt gleich die nächste, das gibt's doch nicht. So, du schläfst jetzt. Also ich muss auch sagen, vom Schwierigkeitsanstieg ist das alles noch sehr nett. Also es ist Also diese Mission finde ich jetzt schon ganz schön. ja, aber es passt alles auch irgendwie noch. Also die hätten ja auch einfach hier wieder so eine Kiste mit einer Shotgun oder was reinbauen können und dann hätten wir das ganz anders, vielleicht auch leichter spielen können. Also eine Shotgun, also ich würde hier glaube ich eher, wenn hier diesen Bogen, der nur einschlägt, also der nur betäubt, glaube ich, benutzen, den wir teilweise in der letzten Mission hatten. Okay. Hier kommen wir durch. Erster schlafen gelegt, zweiter schlafen gelegt. Wir kommen ins Backoffice rein. Wir dürfen allerdings unten nicht durch die Tür durch. Ich habe mal eben die Alarmanlagen ausgemacht. Da oben ist eine Toilette. Ui. Ach, geht's dann doch gleich viel besser. Und ach, da hinten ist die Treppe. Aber da ist noch ein OP, durch das wir noch können. Okay, hier gibt es angeblich noch 12 Münzen. Ah, ich habe entdeckt, wo vielleicht ein Teil davon war. Allerdings kann es sein, dass ich jetzt schon wieder verfolgt werde. Ich habe unten auch noch einen großen Raum. Genau, da sind Wachen drin. Hier unten gibt es noch einen Raum. Der ist allerdings überall mit Händen gesichert. Du siehst ja, wo ich gerade bin. Kannst du sonst vielleicht zu mir kommen und dich von hier nach unten reinbuddeln? Oh, hinten kommt eine Ich war Wache. ganz, ganz fasziniert von diesem Arzt, der eben diese Betäubungsarmbrust, die wir im letzten, besonders vorletzten Level hatten, mit sich rumträgt. Das ist kein normales Krankenhaus, fürchte ich. Gut, das hier ist, da sind wir jetzt frei. Genau, und hier, weil hier würden wir nicht. Ah, da ist noch eine Münze. Ah, okay, und jetzt dürfte ich hinten auch reinkommen und hier ist ein Tresor. Ich mache den Tresor eben auf. Ach, der Psychoarzt kommt. Finde ich jetzt wirklich gruselig. Also so ein Arzt mit so einer Armbrust. Du musst mir jetzt außerdem hier unten die Wand an. Genau, weil der Alarm war jetzt schon wieder an. Und jetzt haben wir ja alle. Ich würde sagen, wir gehen schnell auf die nächste Ebene. Oh, da ist ein Polizist. Aber wir durften schnell. Ja, wir waren schnell genug.
So, auf dieser Ebene gibt es wieder 45 Münzen. Also zur Not sehe ich es ja mittlerweile so, man muss ja auch nicht jede Münze mitnehmen. Hier hinten ist sonst ein Lüftungsschacht. Ich gehe da mal eben einmal rein, nur damit wir wissen, wo es dahin geht. Auch einfach nur so ein Stückchen weiter. Bei mir gibt es ein Medikit. Das nehme ich auch mal, weil ich doch mittlerweile schon so ein bisschen. Oh, da hinten. Und da hinten ist die Frau, die uns wieder verpetzt. Ach. Und ich sehe auch schon wieder Türen mit diesen Händen, die sind nicht durchgehen. Ja, genau. Also da, das ist genauso wie, wie bei den Alarmanlagen. Man muss die halt vorher ausmachen. Dann geht das für eine kurze Zeit. Aber das ist wirklich, das ist nicht lange. Also ich bin jetzt hier hinten auf dem Weg. Hier geht es zur Psychiatrie hoch, wo ich gerade bin. Also oben rechts irgendwo. Allerdings fehlen uns ja noch echt massig Münzen. Und ich habe das Gefühl, hier sind jetzt wesentlich weniger Wachen. Ja, es kommt mir auch so vor, dass die meisten Räume mehr oder weniger im Dunkeln liegen. Aber Also dafür gibt es hier auch wieder Psychodocs, die mit einer Armbrust rumlaufen im Krankenhaus. Also ich muss jetzt hier auch mal eben mich kurz verdünnisieren. Und ich glaube, ich komme auch gar nicht mehr richtig zurück, weil hier vorne komme ich jetzt ja, da löse ich Alarm aus, wenn ich da durchgehe. Ach doch, da bin ich ja schon fast bei dir. Also oben rechts ist die Tür, wo wir im Endeffekt hin müssen. Hier gibt es außen doch eine Wache, aber die schläft. Ah, siehst du, wo ich gerade bin? ja, kann ich sehen. Hier ist eine Alarmanlage, die mache ich eben aus und dann ist da vorne hier nicht reinkommen gerade. Ach, Mist. Doch, das dürfte ich jetzt schaffen. So, die Frau habe ich eben schlafen gelegt. Ich kriege da unten nur nicht die Alarmanlage aus, ist mein Problem. Hier vorne ist ein Tresor direkt unter mir, wie man sieht. Da komme ich allerdings momentan nicht ran. Ach doch, du kommst an den Tresor ran. Wenn du zu mir kommst, du siehst ja, wo ich hier bin, hier hinten, Ja. da kannst du durch und dann kannst du dich da durchhauen, vermute ich. Also hier kannst du auch gefahrlos durch und dann. Ach, guck, das Sofa lässt sich sogar in einem Stück zerlegen. Ich leg die Frau gleich wieder schlafen. Achtung, hinten ist so ein. Oh, ich habe den Alarm ausgelöst. Haha, das war nicht gut. Ja, das Gute ist, wir gucken ja nicht nach dem Tresor, sondern nur. Ja, nur nach uns. So, Hier bei mir, wo ich gerade bin, da ist eine Leiter. Und ich glaube, das Spiel müssen wir jetzt ja gleich im rechten Teil auch noch mal wiederholen. Praktisch, dass du da gerade die Wache weggezogen hast. Dadurch kann ich die Alarmanlage ausmachen. Suche nach einem Medi-Kit, aber ich muss mal eben hier in die Lüftungsschächte verschwinden. Ja, Sonst die. aber dadurch, dass du da gerade die Wache so schön abgelenkt hast, konnte ich eben unbeaufsichtigt alles klauen. Jetzt ist der Doc zwar hinter mir her, allerdings, ja, das Schöne ist, wir sind ja immer noch ein gutes Stück schneller als sie und ich kann jetzt hier einen Lüftungsschacht abhauen. Es fehlen uns jetzt nur noch drei Münzen. Ich sehe sie momentan nicht. Ich würde zur Not aber auch sagen, wir haben jetzt ja so viel schon aufgeräumt. Wir können auch sonst eigentlich schon auf die nächste Ebene, denke ich mal, gehen. Ah, und eine Münze habe ich zumindest schon. Ah, hier ist wieder meine Frau, die uns nicht mag. Ich bin gerade wieder umgehauen worden. Ich sehe dich. Ich bin Und auch schon. eins von diesen jungen, nervenaufreibenden Frauenwesen bei mir. Direkt auf meinem Kopf. Ich Respekt muss ist das. kurz warten. Bei mir läuft hier gerade eine Wache. Man sieht ja auch die Wachen, wenn sie in der Nähe sind. Sieht man sie ja. So, den habe ich schlafen geschickt. Und wo ist denn die? Ja. Ja, wie gesagt, direkt auf meinem Kopf stand sie. Ja. So. Und damit habe ich dich befreit und ich gehe in den Lüftungsschacht. Also es gibt hier irgendwo noch zwei Münzen. Ich habe auch eine Vermutung. Es gibt nämlich noch einen Raum, den ich noch nicht entdeckt habe. Der ist auch nur durch ein normales Schloss gesichert. Aber auch das war nur eine Münze. Also irgendwo fehlt uns noch eine Münze. Ich würde aber sagen, zur Not können wir auf die wirklich verzichten, oder? Ja, das ist mal lieber. Ja. Dann ab in die Psychiatrie, wo wir unseren Hacker befreien.
Ich bin am Überlegen, es wird da wieder so sein, der den Hacker übernimmt. Oh, hier gibt es gleich eine Armbrust. Der den Hacker übernimmt, der wird ja. Da kommt gleich unten ein Polizist rein. Vermute ich. Es sei denn, der hat. Ja, der habe ich schlafen geschickt. Ach du meine Güte. Der den Hacker übernimmt, wird ja selbst zum Hacker. Da ist natürlich die Frage, wen brauchen wir jetzt weniger? Den Mole oder. Also da wir dann ja nur noch hier sozusagen schräg um die Ecke müssen, zu dem Helikopter-Landing-Pad, wie es aussieht. Vielleicht brauchst du uns vorher noch ein paar Wege frei und du übernimmst dann den Hacker. Ja. Ich versuche hier nochmal eben schnell möglichst viel Geld einzusammeln. Ah, die Wache sieht mich. Allerdings, ha, ich war schnell genug im Lüftungsschacht. Hier hinten kann ich den Alarm ausschalten. Ah, hier sehe ich den Doktor mit seiner Armbrust. Ach, und hier läuft auch unser einer Freund lang. So. Ja, ich bin jetzt hier, glaube ich, beim Hacker drin. Nee. Nee, das ist auch nur eine dieser komischen, sehr Der aufmerksamen Frauen. ist hier oben gewesen. Der Ach so. ist in der Hacker's Cell. Ah, okay, gut. Die habe ich noch gar nicht entdeckt. Da kann ich mich aber auch so nicht reinbuddeln. Da müssen wir dann die Türen aufbrechen, knacken, was auch immer. Ich gucke mir hier vorne noch mal kurz vorher. Ich bin ja auch. Ich weiß nicht. Nein, ich war's. Ich habe hier eine Wand gefunden und erst als ich die angegraben habe, kam dieses Handsymbol. So, guck mal, ob das was. Ich befreie hier mal einen Insassen. Vielleicht kann der ein bisschen die Wachen ablenken. Das wäre ja witzig, aber. Ach, Menschen einsperren ist doof. Hier, wo ich gerade bin, ist es auch schon wieder so, ich habe hier scheinbar irgendeinen Alarm ausgeschaltet und wenn ich jetzt hier langlaufe, gehen dann auch die Alarme hier, oh, teilweise zumindest aus. Der hier natürlich nicht. Ich habe jetzt hier gerade wieder einen Großalarm ausgelöst. Allerdings ist ja momentan keiner, der sich dran stört. Ja, Okay, jetzt schon. das war ich, das war ich. Ich bin ja dummerweise Ja, nachgefahren. ich gehe eben fix wieder in den Lüftungsschacht. Das dürfte ich noch schaffen. Oh, nee, schaffe ich nicht. Ich muss mal eben, ja. Ich hatte Gott sei Dank ein paar Armbrust. Ich bin tot. Du solltest einfach nur schauen, dass du erstmal wegkommst. Und schieß einfach, genau. Schieß einfach auf den. Und ich würde, glaub ich, erst einmal ganz kurz. Ich muss doch nur durch die Wand. Scheiße, scheiße. Na, ich das Problem. Komm hier nicht weg. Und nicht in den Hacker reinlaufen. Na, ich warte hier einfach auf dich. Ja, nee, ich glaube, diese Wände hier vorne, die, wo du gerade warst, die sind wieder nicht durchbrechbar. So. Erstmal alle Verfolger losgeworden. Bei mir ist momentan noch, aber der ist jetzt auch weg. Also bei mir ist jetzt momentan keine Wache mehr. Also ich sehe zumindest keine. Ich sehe jetzt momentan nur noch ein paar Eingesperrte. Wovon der eine jetzt auch anfängt, so mal so ein bisschen rumzulaufen, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Ich schnappe mir mal eben eine Verkleidung und dann komme ich. Und bastel hier noch einen kleinen Weg hin. Da ist eine Wache drin, genau. Jetzt hast du, glaube ich, gerade wieder Alarm ausgelöst, weil du einfach zu schnell da rein bist und das Ding noch nicht wieder deaktiviert war. So, ich bin wieder da. Ich verschwinde mal eben schnell im Lüftungsschacht. Ja, da komme ich mit. So. Ja, 11 Münzen gibt es hier noch. Eine liegt direkt vor uns. Auf die anderen kann ich, glaube ich, zur Not auch verzichten. Ist halt die Frage, gehen wir sonst vielleicht schon mal zum Hacker? Einfach mal hinterher. Oh, hinten ist eine Wache. Noch nicht rausgehen. Noch nicht rausgehen. So. Wir müssen jetzt hier noch kurz warten. Ich weiß auch gerade leider nicht mehr, wie. Oh, die hat mich rausgezogen, glaube ich. Oder ich bin versehentlich rausgegangen.
Die steht jetzt gerade direkt am Ausgang. Ja, aber das ist die betäubt. Ah, ich habe die betäubt. Ah, wunderbar. Diese lustigen kleinen Sets. Ach, Scheibenhonig. Hatte ich jetzt leider nicht gesehen. Ich hatte nur so ein Fitzelchen Lebensenergie. Ich muss eben warten, bis die Wache weg ist. Ich sehe sie jetzt nicht mehr. Siehst du sie noch? Ist, oben Ah ja, da. da oben. Und guckt sich ganz interessiert, dieses jetzt kommt der Gott zu mir runter und verschwindet in dem Gang, den ich gebaut hatte. Also ist jetzt unter der Hacker Cell. So, wir müssen jetzt auch gleich beim... So. Ach, da kommst du durch die Wand? Ja, nicht durch diese mit diesem weißen Balken drin, durch die leider nicht. Okay, aber wir müssten ja eigentlich hier oben. Tür, da kommt man kommt man durch, da bin ich eben schon mal davor. Genau, wir müssten ja eigentlich gleich. Und wenn ich mich hier durchbuddel. Ah, jetzt habe ich natürlich wieder den Alarm ausgelöst. Achtung, Wachen kommen. Ich verschwinde eben schnell wieder im. Das war bei mir ganz schön knapp. Aber ich glaube, die Wache war auch nur auf mich aus. Da läuft noch immer eine Wache, glaube ich, vor meinem. Irgendwas läuft ja zumindest rum. Ja, aber der dürfte mich eigentlich nicht sehen. Ich bin gerade hinter diesem komischen Laser-Alarm- und Ladendingsbums. Die ist immer noch da unten bei mir, aber wie gesagt, die haut, glaube ich, langsam ab. Ich habe sie schlafen gelegt. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich gucken, ob wir nicht zum Hacker durchkommen. Genau, wir haben den Alarm deaktiviert. Nimmst du den Hacker? Gut, dann musst du mir jetzt sagen, wo wir hin müssen. Ja, hier, ich würde sagen, dann hier unten rechts zu diesem Helikopter Landing Pad. Ah ja. Dann würde ich sagen, hauen wir erstmal ab und verschwinden irgendwie im Lüftungsschacht, also ich zumindest. Doch, ich komme nicht rein. Aber ich glaube, ich gehe hinten nicht raus. Ich glaube, ich warte einfach nur, bis eben die Wachen weg sind. Ich weiß, das sieht jetzt ein bisschen unspektakulär aus hier in Grau. Und auch die Folge ist schon wieder ein bisschen länger. Allerdings, ja, wir sind jetzt ja auch schon fast auf dem Helikopter-Landepad. Das schaffen wir jetzt auch gleich. Vorausgesetzt, die Wachen verschwinden jetzt. Das Problem ist, die Insassen sehe ich jetzt natürlich auch mit ihren Schritten. Okay, hier sind nur noch Insassen. Ich habe noch geklingelt, ich lasse mich eben verhauen und dann bin ich da weg. Ja, ich auch. Da vorne ist eine Wache, die nehme ich mal eben gleich außer Gefecht. Zack. Da oben sollten wir natürlich nicht reinlaufen. Ich habe das überhaupt nicht wahrgenommen, Entschuldigung. Es macht nichts. Da vorne ist noch irgendwas, was man machen kann. Vielleicht kannst du das, das wäre wahrscheinlich mit dir schneller gegangen. Ja, und damit ist das außer Betrieb und wir können in den Helikopter. Und wir sollten schweren Herzens das Krankenhaus verlassen können. Wir haben den Hacker gefunden, den wir dann vermutlich ab der nächsten Mission auch zur Verfügung haben. Halt nicht alle Münzen eingesammelt, was uns jetzt halt ein bisschen extra Zeit sozusagen kostet. Und ja, beim nächsten Mal geht es dann im Security-Tech-Building weiter. Ich bedanke mich nochmal bei dir, Fjalk, und ja, ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut.